Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Indiana Jones. Nein, nicht wirklich, aber ähnlich. Wir untersuchen jetzt hier auch gerade eine Ruine, eine archäologische Ruine, beziehungsweise eine Ruine ist es ja nicht. Es ist ja gut erhalten, ne? Es ist halt nur leer hier. Es ist einfach leer. Hier ist niemand und in der letzten Folge haben wir jetzt das Rätsel gelöst und wissen, dass hier keiner mehr ist. Und haben gesehen, dass hier ein großes Sternflotten-Logo auf einer Steintür ist. Und warum das so ist, das werden wir, glaube ich, denke ich mal, jetzt herausfinden. Und wir gucken uns das da einfach mal an, was das zu bedeuten hat. Röntgenbild untersuchen. Komisch, komisch. Ist das das Symbol deiner Starfleet? Wie ist es hier? Wie kann es in einem Tempel von Menschen sein, die nicht Elektrizität haben, viel weniger Space-Travel? Das ist getting stranger by the minute. In der Tat. In der Tat. Schauen wir uns die Bilder hier an. Sind von der Sternflotte, aber der Sternflotte des 23. Jahrhunderts. What happened here? If Starfleet officers contacted this civilization in the past, why wouldn't you have a record of it? We should head deeper into the temple and continue our search. Bestätigt. Suchen wir tiefer im Tempel nach Antworten. Sehr, sehr mysteriös. Das schreit doch schon bald nach Captain Kirk und Co. Those inner doors across from the panel are opening. Würde ich spontan sagen. Die Lithiumkristalle? Die Lithiumkristalle. Nach Hinweisen kennen. Das können bestimmt die Lithiumkristalle sein oder sowas. Eine Art. According to my tricorder, we've reached ground zero. This is where someone detonated the protomatter bomb. From here, a self-propagating cascade of proto-energy radiated outward in all directions, washing over the entire planet. Wird es sich hierbei um ein gescheitertes Terraforming-Projekt handeln? Doubtful. I believe what did this was built specifically as a weapon. There's no new ecosystem. All life was eliminated. I'm picking up a residual energy signature here. Take a look. 16 centimeter wavelength with a slight kaon leak. I've seen this before. It's a byproduct of Zenkethi technology. Zenkethi? Hier? So, wir haben im Orbit dieses Planeten eine verlassene Raumstation entdeckt. Es gibt auf der Station keine aktive Energiequelle und sie wird von großen Mengen an Staub bedeckt, der sich über Jahrzehnte angesammelt haben muss. Dadurch ist sie innerhalb des Asteroidenrings auffindbar. Leider sind wir nicht die einzigen, die die Station gefunden haben. Mehrere Raumschiffe sind in das System eingeflogen und haben Anspruch auf die Station erhoben. Wie lauten ihre Befehle? Beamen Sie mich mit einem Ort-zu-Ort-Transport direkt auf die Station. Schützen Sie das Lucari-Schiff. Okay. Dann nichts für Hinder und die Station erobern. Aber das ist jetzt aber mysteriös. Wer war denn von der Sternflotte da und hat da was hingebracht? Hat ihr was übergeben? Das ist echt mysteriös. Das finden wir bestimmt noch heraus. Aktiviere Ort-zu-Ort-Transport. Wir befinden uns auf einer alten Raumstation der Föderation. An der tiefen Raumstation der K-Serie, um genau zu sein. Doch wie ist sie hierher gekommen? Was ist hier zugestoßen? Dort an der Wand befindet sich eine Plakette. Vielleicht kann sie uns mehr verraten. Plakette und das. Hier steht Deep Space K13. Diese Station ist vor über ein Jahrhundert in der Zeit verschwunden. In Zeit und Raum verschwunden. K13 war zuvor im Beta-Quadranten. Noch ist es nicht Ihre Station. Ich denke, ich werde mich hier einmal umsehen. Careful. This old beauty needs some serious repairs. You'd be
Dann werde ich wohl sicherstellen müssen, dass nichts dergleichen geschieht, Daimon. Nerd Ende. Nausikiana. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen mysteriös. Geht's jetzt schon wieder los mit Zeitreisen? Ich dachte, wir hätten die Zeitreisen-Themen jetzt mal langsam abgehakt. Also. Immer nur Zeit, 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 Zeitreisen. Kannst du nicht mal was Neues geben? Aber wenigstens der Tür-Sound immer noch so der alte wie damals. Aha, sie hatten also Klingon. Admiral, diese Technologie ist uralt, aber dennoch überraschend funktional. Zumindest auf einer rudimentären Ebene. Im 23. Jahrhundert hat man noch Dinge gebaut, die für eine Ewigkeit halten sollten. Die Nausikianer konnten die Energie teilweise wiederherstellen, doch sie waren dabei sehr hastig. Ich könnte jederzeit wieder ausfahren. Mir ist derweil gelungen, diese Sicherheitsfelder zu deaktivieren, sodass wir nun Zugang zu anderen Bereichen der Station haben. Haben sie doch etwas anderes am Computer entdeckt. Im Computer existieren auch einige Logbuchdateien. Die meisten von ihnen sind unlesbar, doch ich werde wohl den letzten Eintrag wiederherstellen können. Los! Chief Engineer's Log, Supplemental. By my account, we've been hurled back in time to the 16th century. To make matters worse, we're a very long way from the Denova system. None of our shuttles are warp capable. And even if we could get to Earth, we'd be in the wrong time. In short, we're stuck. There's nothing to do now but wait. Im 16. Jahrhundert seht ihr aber schon einige. Boah. Puh, das ist aber schon krass. Dieser Computer kann nicht länger mit den Hauptcomputern in Verbindung treten. Allerdings können wir nun das andere Labor betreten. Schließlich wurden die Sicherheitsfelder ja deaktiviert. Und dort aus können wir womöglich auf den Hauptcomputer zugreifen und dabei den Nausikianern den weiteren Zugriff verwehren, um so zu verhindern, dass sie neue Felder aktivieren oder uns auf andere Weise aufhalten. Wir sollten uns ansehen, was wir in dem anderen Labor finden können. Wieder blinkt hier alles. Immer blinkt hier alles. Überall blinkt und puppelt das hier. Können wir hier nicht einmal spielen, ohne dass es hier alles blinkt? Ja, ich könnte es auch einfach lassen, ne? Aber... Ach, guck mal hier. Konsole Wissenschaft. Freu nicht. Weg. Okay. Gehen wir mal zum nächsten Bereich hin. Ah! Ah! Ja, nix da. Nix da! Kommst nicht vorbei hier, mein Freund. Das ist unsere Station. Die gehört der Föderation. Hier scheint verschlossen zu sein. Okay. Ne, da durch. Da kommen wir durch. Hallo! Voll, das ist ja hier rausgepackt. Das muss jetzt natürlich auch sein. Elite Raider. Oh, wo ist sie hier? Wiederbeleben. Danke, da auch noch ein Logbuch. Stasis-Kapseln. Hauptcomputer sperren. Ich sperre den Zugriff der Nausikianer auf den Hauptcomputer. Dadurch sollte sie nicht länger in der Lage sein, weitere Subsysteme der Station unter Kontrolle zu bringen. Gute Arbeit. Irgendwelche weiteren Informationen? Es gibt dann noch einen weiteren Logbucheintrag, Admiral. Chief Engineer's Log, April 17th, 1570. Today we visited the planet.
there's a humanoid civilization down there. The bad news? A potential Prime Directive violation. Our landing party was seen beaming in by some of the locals. We're hoping that doesn't impact their culture in any way. One thing's for sure, they can't help us go home. Their tech level is Bronze Age at best. Admiral, die Station ist so alt und beschädigt, dass die meisten dieser Sicherheitssysteme nicht länger funktionieren. Wenn wir den zentralen Knotenpunkt einnehmen könnten, dann könnten wir ihn beschließen und verhindern, dass die Nausekerner noch mehr Verstärkung herüberbieten. Bestätigen. Lass uns den zentralen Knotenpunkt sichern. Hier liegen sogar noch welche. Logbuch-Nachträge lesen. Tried to spin up the coils, we couldn't get a stable warp field. Yashvi and Arlington managed to shut it down and stop a breach, but the shuttle's impulse drive is shot. I hate giving up, but we just don't have the parts we need to make it work. Hm. Da sind auch noch welche. Die schlafen dann noch, das heißt, wir könnten die dann auch wiederbeleben. Da liegen sogar noch Schottplatten rum. Auf geht's. Gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Ja. Hallo. Ah, natürlich renne ich jetzt raus. Peter Raider. Oh, sind noch mehr. Jetzt war es das aber. So. Wie hier? Logbuch. Engineers log, July 9th, 1571. It's decided. Most of us are going into cryosleep. Those who stay awake, well, there's the rub. Going to live on a remote part of the planet below is likely. Despite the Prime Directive issues. Staying here isn't viable. When the supplies are gone and the remaining power is in the stasis pods, anyone left is a goner. This station will be there. Ah. Alle Logbuch-Nachträge auf K13 gelesen. Okay, dann haben wir sogar noch einen Erfolg bekommen. Nein. Ah, guck mal, das ist... Wir haben sich da reingepackt, ich glaub's nicht. Da kann ich noch nicht mal helfen da. Die sind ja doof. Die Hilfsenergie wird hochgefahren. Ich aktiviere ein Streuungsfeld von geringer Intensität, um zu verhindern, dass die Nausekerner weitere Verstärkung herunterbieben können. Ausgezeichnet. Sonst noch was? Ich habe einen letzten Logbucheintrag gefunden. Die restlichen Speicherinhalte des Computers sind zu beschädigt, um sie wiederherstellen zu können. Chief Engineer's Log, July 26, 1571. Most of us went into stasis this morning. There weren't enough pods for everyone. Three of us had to stay awake. We drew lots. Tavon, Sheridan and I were the lucky winners. Since we're out of options, we've decided to go native and live out our lives under CONUS 3. Hopefully. One day our records will be found, and the people of Station K. Ha! Huh. Rule of Acquisition 431. When the shooting starts, let the mercenaries handle it. Handle this, Captain! Ah, typisch Ferengi! Alle so feige, dass sie gleich abhauen müssen. Oh. Oh nein. Haha. Entgegenstand nehmen.
Das haben wir doch schon mal gut gelöst. Admiral, ich muss sofort auf das Schiff zurückkehren. Mal dran an seine also kernischen Verbündeten haben Abfangkurs. Okay, dann hoch. Und in der Zeit werden wir diese Folge jetzt erstmal beenden. Wir sehen gleich die Ladebildschirm. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, schaltet dann gerne, halt die Klappe, schaltet da dann auch gerne wieder ein, wenn wir Star Trek Online weiterspielen. Und denkt dran, ihr dürft gerne ein Like und ein Abo da lassen. Macht's gut und auf Wiedersehen.